Ich bin Andreas Mutter, bin Förster hier in Bernau, betreibe mit meinen Vereinskollegen, mit den Langlauffreunden hier das Loipe-Zentrum. Hier wird das zweitgrößte Schneelabyrinth der Welt entstehen, mit Außenmaßen von 48 x 48 Meter. Aus Schnee gebaut, mit Schneeklötzen zusammengefügt. Ein einzigartiges Erlebnis. Der Schnee stammt zum einen aus der maschinellen Beschneiung. Hinter mir sehe ich eine Lanze. Des Weiteren haben wir bereits an Weihnachten, wo wir noch viel Schnee hatten, begonnen, den Schnee zusammenzuschieben. Und die restlichen 1000 Kubikmeter, die haben wir hier aus 1 Kilometer Entfernung von der Passhöhe aus 1100 Meter herbeigefahren. Es sind über 10 Schulklassen hier aus der Raumschaft, aus St. Blasi, aus Bernau, aus Waldshut. Jeden Abend sind Bernauer Vereine hier zugange und ganz viele Freiwillige, die Zeit haben. Das Ganze läuft auch sehr viel mit Learning by Doing ab. Man muss reagieren, neue Methode des Aufschichtens entwickeln. Aber im Grundsatz eine halbe Meter dicke Mauer und dann funktioniert es. Um ganz ehrlich zu sein, da muss ab und zu mal ein Viertel am Abend her, um die Nerven wieder zu beruhigen, weil es nachts derzeit auch nicht gefriert und kalt wird. Und das ist für uns im Schwarzwald sehr außergewöhnlich. Schnee haben wir genügend, der ist nicht das Problem. Aber die aufgeschichteten Mauern, die tauen im warmen Wind recht schnell. Aber jetzt, heute haben wir Dienstag, einen Tag Tauwetter noch, das kriegen wir hin, wir schaffen es. Wir freuen uns, wenn wir es fertiggestellt haben, dann sind wir mit uns und der Welt zufrieden. Und dann hoffen wir in viele glückliche Gesichter schauen zu können. Ab Sonntag, 4. Februar, wird das Labyrinth für eine Woche geöffnet haben. Und vor allen Dingen unter der Woche, jeden Abend, wird das Labyrinth farblich illuminiert. Sicherlich am interessantesten, vielleicht noch schöner wie am Tag.